Ja, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute soll es um das Thema Fiverr gehen und zwar um meine Lieblingsgigs. Wer Fiverr noch nicht kennt, bei Fiverr kannst du Tätigkeiten outsourcen, wie zum Beispiel Banner-Designs, Logo-Designs und viele weitere Sachen. Und Fiverr kommt eigentlich davon, dass man im Durchschnitt so 5 Euro ausgibt. Ich möchte dir jetzt zwar etwas teurere Gigs vorstellen, die ich aber richtig gut finde, gerade für Selbstständige und Unternehmer. Ich habe hier schon vieles outgesourced und möchte dir meine Lieblingsgigs einmal vorstellen. Man kann bei Fiverr aber auch selber seinen Account switchen zum Selling. Das heißt, du kannst mit Fiverr auch Geld verdienen und deine Dienstleistungen anbieten. Wie du das machst, ich habe dazu auch noch ein Video gemacht, wie du dich da anmelden kannst und wie du mit Fiverr Geld verdienen kannst. Das Video findest du verlinkt in der Videobeschreibung. Fangen wir mal an. Also ich habe hier 4 Sachen, die ich dir vorstellen will. Einmal ein Banner-Design für YouTube, dann ein, aber du kannst das auch auf alle möglichen Sachen dann anwenden. Du kannst es dann selber umwandeln. Dann einmal ein Podcast-Intro, ein Logo-Designer mit über 30.000 Bewertungen. Der ist richtig, richtig gut. Und wie man zum Beispiel so eine Comic-Darstellung in seinen Banner mit reinbaut. Das ist zum Beispiel auch ein Banner, den habe ich im entfernteren Sinne von Fiverr. Den habe ich dann selber ein bisschen ummodelliert. Wir schauen uns gerne mal in die Gigs an. Also wir fangen einmal mit dem Banner an. Also das ist quasi ein selbst umdesigntes Banner-Design von diesem Anbieter hier. Die Anbieter findest du auch verlinkt in der Videobeschreibung. Und zwar, der heißt Tuo TV und dort habe ich mir mal ein Banner designen lassen. Wir können einmal kurz rüber gucken, wie denn das Design aussah. Ja, und zwar können wir hier gerne mal reingucken. Ich habe dafür $26 bezahlt und wir gucken nochmal hier. Du kannst nämlich, also was immer angegeben wird, ist, wie lange braucht die Person, wie viele Male kann so Revision heißt, wie häufig kannst du das danach nochmal ändern. Und du kannst, deswegen hat das ein bisschen mehr gekostet, dir auch Source-File dann sichern. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie das Design im Endeffekt aussah. Cool, er hat es runtergeladen, auch gut. So sah das Design mal aus. Das ist quasi das Pre-Design und ich habe es dann, weil ich das Source-File habe, dann selber umdesignt. In der Kombination können wir gleich gerne einmal dazu kommen, weil ich wurde sehr häufig darauf angefragt, wie ich dieses Comic-Design von meinem eigenen Bild bekommen habe. Fangen wir, also wir machen das jetzt nicht chronologisch, sondern kommen dann zum nächsten Gig und zwar ist das Rengate. Und dort habe ich das in Auftrag gegeben und mir hat das gereicht auf jeden Fall. Eine Figur hat auch bei mir ungefähr 4 Tage gebraucht und dann noch in Farbe. Und das Ganze hat mich, glaube ich, dann in Summe dann $26 gekostet. Man muss immer noch eine kleine Fee dazu rechnen, die dann Fiverr bekommt. Und ich habe auch noch Commercial Use zusätzlich bezahlt. Ach nee, dann habe ich noch ein bisschen mehr bezahlt. Da musst du immer noch mal drauf achten, ob du es auch kommerziell dann verwenden darfst. Und das dann im besten Fall auch zusätzlich kaufen. Kleiner Tipp am Rande, wenn du das denn für dein Business nutzen willst. Dann eine weitere Sache. Habe ich auch mal ein Logo designen lassen. Also dieses, habe ich das hier? Es kann auch sein, dass ich glaube, das habe ich hier auch designen lassen. Und zwar mit WePerfectionist. Und der ist echt ziemlich krass. Okay, ich dachte, er hat 30.000. Aber okay, 10.000 Bewertungen, positive Bewertungen ist trotzdem auch 77. Wie auch immer, auf jeden Fall hat er viele positive Bewertungen. Das verwirrt mich jetzt gerade mehr, als dass es jetzt hilft. Krass, okay, der Preis ist hochgegangen. Eieiei, okay. Das tut mir in dem Fall leid, okay. Aber der ist auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall gut. Offensichtlich ist er so krass gefragt. Oder es liegt einfach daran, dass er aktuell unterwegs ist. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber als ich bei ihm das letzte Mal bestellt habe, hat das noch $9 gekostet. Das ist natürlich krass, aber seine Designs sind halt also seine Designs sind auf jeden Fall richtig geil. Also er hat mir auch von meinem Erfolg-Shirts-Logo-Design das Design erstellt. Das fand ich richtig, richtig geil. Also den kann ich definitiv empfehlen. Ist natürlich jetzt ein bisschen, ich komme hier gerade ein bisschen durcheinander, ist jetzt ein bisschen teurer, sehe ich gerade. Aber den kann ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung empfehlen. Die Gigs findest du, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und als letztes, was ich noch ziemlich cool finde, ist
Berlin Boys. Der ist auch selber beim Radio und hat mein Intro eingesprochen. Das ist ungefähr so 20 Sekunden geht das dann. Ihr könnt gerne mal das Intro hören und zwar bei meinem Podcast. Genau, kannst du einfach mal bei Vitamine Volk Gedankenimpulse Podcast reingucken. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier überall davor gemacht habe in den Fällen. Müssen wir mal rein. So, meine Lieben. Nee. Genau. Herzlich willkommen zum Gedankenimpulse. Das ist aber zum Beispiel. Präsentiert vom Online-Magazin für Visionäre. Das ist zum Beispiel von ihm eingesprochen und fand ich ziemlich genial, weil es das einfach alles ein bisschen professioneller macht. Also, das sind auf jeden Fall meine Gigs, die ich empfehlen kann. Wenn du welche empfehlen, also andere empfehlen kannst oder welche Bereiche du auch gut bei Fiverr empfehlen kannst, dann schreib das gerne in die Kommentare. Wenn du dazu Fragen hast, schreib das auch gerne dorthin. Wie gesagt, wenn du nochmal lernen willst, wie du selber dort was anbietest, dann schau mal das andere Video an. Und genau, abonniere für weitere Tutorial-Videos.